Die Münchner Innenstadt ist sein Revier. Andreas Rubi nutzt jede Möglichkeit zum Sporttreiben. Genauer gesagt macht er Parcours. Quasi über Stock und über Stein durch die gesamte Stadt. Also ein Parcours reizt mich, man kann es überall machen und man entdeckt auch immer Neues. Das heißt, ich gehe durch die Stadt und ich schaue eigentlich schon immer, auch wenn ich gerade nicht Parcours mache, schaue schon immer, was könnte man hier machen, was würde da vielleicht für eine Übung gehen. Und das ist eigentlich das Tolle, dass man so kreativ sein kann. Das Ganze gehört zum Projekt Urban Trimm Dich. Künstler Alexis Dorski vereint hier Freiraum, Stadtleben, Sport und Kunst. Für diese Arbeit erhält er den Preis 2:1 für Münchner Kunst. Also es gibt in München 56 bekannte Kunstpreise. Wir wollten nicht den 57. Preis für hängende Kunst oder stehende Kunst machen. Warum Parcours? Nun, der Künstler, der sich bewirbt, muss sich immer einen zweiten Partner suchen. Das kann ein Wissenschaftler sein, das kann eine andere Kunstform sein. Und in diesem Fall hat der Konzeptkünstler Axel Dorski sich eben einen Sportwissenschaftler gesucht. Und beide kamen zur Idee, Parcours ist genau das, was das Stadtbild belebt. Kunst hat für mich schon viel mit rausgehen eigentlich zu tun, eigentlich so die Welt entdecken, die Welt eben anders interpretieren. Und der Parcours kommt da irgendwie mit rein, weil es mir um so Übungen geht, die man in der Stadt machen kann. Also so das Ausgangsbild, also der Trimm-Dich-Pfad, aber wir wollen jetzt irgendwie keinen Trimm-Dich-Pfad bauen, sondern eben die Übungen, die es schon gibt in der Stadt, die Situationen nutzen. Neue, gerne auch verrückte Tricks und Übungen sind erwünscht. Ob laufend, springend oder im Salto, Parcours beinhaltet die unterschiedlichsten Übungen und ist gleichzeitig Kunst im Stadtbild. Für mich persönlich war das schon immer ein großer künstlerischer Aspekt darin, eben weil ich kreativ bin, weil ich neue Umgebungen entdecke. Und deswegen ist für mich auch dieses Projekt so toll mit Alexis, weil er mir einfach nochmal ein bisschen anderen Zugang zur Kunstwelt gibt. Und ich kann zum Beispiel nicht malen oder so, aber dadurch, denke ich, habe ich einen ganz guten Zugang jetzt gefunden, auch durch meinen Sport. Mutig, so einfach über zwei Roller zu springen, das braucht dann schon allerhand Übung. Doch welche Übungen kann der Parcours-Laie machen? Also es gibt so viele Übungen, aber ich habe wirklich gemerkt, dass es Leuten, die jetzt nicht irgendwie den Sport machen oder auch die vielleicht auch gar keinen Sport machen, es extrem schwer fällt, sich Übungen auszudenken. Mir ist für mich total leicht. Du kannst überall balancieren. Du kannst überall probieren, mal hoch zu springen und drauf stehen zu bleiben. Eins sieht man eigentlich da schon im Hintergrund, das ist der Poller-Jump. Das sind diese Poller, diese Huckel, die dafür da sind, dass man normal nicht mit dem Auto durchfahren kann. Und wir haben das jetzt zweckentfremdet und es ist eine Sprungübung. Man hüpft von einem zum anderen. Und so die normalen Leute, Familienmenschen machen es 10-mal. Und die Business-Typen, die ein bisschen mehr schwitzen sollen, die können es ruhig 20, 25-mal machen. Es ist originell und auf jeden Fall eine Art lebendige Kunst im Stadtbild. Und so ganz nebenbei hält man sich ja auch noch fit.